David Cesa 3-1. Wie zufrieden bist du mit dem Resultat? Gut, ich glaube eins. Im Cup ist jetzt wichtig, dass wir weiterkommen in der Runde. Beim Erstliga Classic-Vertreter ist nie einfach. Heute war es sehr heiß. Auf dem kleinen Kunststraße da ist nicht einfach. Aber ich glaube, schlussendlich haben wir verdient gewonnen und sind auch souverän weitergekommen. Wenn man den Spielverlauf anschaut, haben wir vielleicht wir müssen schon früher den Sack zumachen, das, mit den Torchancen, die wir hatten. Aber ich bin dennoch zufrieden, dass wir souverän weitergekommen sind. Dann ist das okay so. Ja, Niklas, eigentlich einen ruhigen Nachmittag gehabt, aber trotzdem war es lang sehr knapp gewesen. Wie hast du den Match erlebt? Ja, es war natürlich sicher nicht einfach gewesen, hier auf der kleinen Kunststraße in Hönk. Es gab immer seine eigenen Regeln. Und ich glaube, schlussendlich ist das Wichtigste, dass wir 3-1 gewonnen haben und eine Runde weiter sind. Und jetzt schauen wir, wer kommt. Ja. Wenn du die zwei Halbzeiten mal aus deiner Sicht beschreibst, wie sind die gewesen? Ja, ich glaube, wir haben das Leben selber ein bisschen schwer gemacht. Wir haben ein bisschen zu überhastet gewesen oder nicht sauber in den Aktionen. In beiden Halbzeiten, die zweite etwas weniger. Und ja, schlussendlich haben wir gewonnen und das ist das, was im Cup zeigt. Du hast gesagt, jetzt schauen wir weiter. Was wünschst du dir? So einen ganz starken, guten Gegner oder lieber einen leichter? Ja, also ich glaube, mir ist alles recht. Aber ich glaube, für einen Verein wäre sicher ein Super League-Verein etwas sehr Schönes, wenn man auch ein bisschen Leute ins Stadion bringen und auch ein bisschen Geld reinbringen für einen Verein. Wäre sicher ein tolles Erlebnis. Ja.